Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ab heute Final Fantasy VII, das Remake. Ich warte darauf schon seit Jahren und jetzt ist es endlich da. Ah, es ist ein Spiel, das ich aus meiner Kindheit natürlich schon kenne. Ne? Final Fantasy VII, das kennt der ein oder andere schon. Er hat es wahrscheinlich schon gespielt, weil alle sagen, hey, ist geil, ist geil. Und es ist auch wirklich geil. Und wie auch viele andere habe ich das damals gespielt, als ich ganz, ganz klein war. Ich war damals noch ein Nerd, keine Freunde, kein gar nichts. Und dieses Spiel hat mir wirklich geholfen, so ein bisschen, ja, so was richtig Schönes in meiner Kindheit zu haben. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Oh, ich freue mich. Clouds Buster Schwert. Ja, das wird schön. Das wird schön. Also, was haben wir denn hier? Kamerasteuerung. Konfiguriere die Kamerasteuerung. Bewege rechts, um die Steuerung der Kamera zu testen. Oh, cool. Ich kann das Schwert angucken. Na gut, aber nicht so extrem. Ja, gut. Kann man es invertieren? Ja, aber... Ich finde es ein bisschen komisch, dass man das mit dem rechten Stick macht. Normalerweise macht man das doch mit dem linken. Oder? Ja klar, mit dem linken. Oder? Ne, mit dem rechten war die Kamera immer. Links war laufen. Ich komme hier durcheinander, ey. Lange schon nicht mehr mit dem PlayStation-Controller gezockt. Beide Achsen invertieren. Ich glaube, Standard ist besser. Es fühlt sich aber... Hä, wieso? Es fühlt sich irgendwie beides gleich an. Da muss ich da erstmal draufdrücken. Na gut, ich drücke einfach auf Standard, passt schon. Wähle einen Schwierigkeitsgrad für die Kämpfe. Der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit unter Systemeinstellungen geändert werden. Wir machen mal normal, das ist klassisch. In diesem Modus kämpfen die Charaktere automatisch und du kannst dich ganz auf die Auswahl der Kommandos konzentrieren. Das Niveau der Kämpfe ist wie auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Wir wollen ja schon irgendwo ein bisschen Herausforderung, ne? Wir beginnen. Ah ja! Ah, ich freue mich total. Ah, der Soundtrack, Alter. Ich hab jetzt schon Pipi in den Augen. Oh Mann.
Allein schon Rekrut. Ah, ich bin da. Es geht los. Ah. Ah. Also ihr merkt schon, für mich dieses Spiel eine echt emotionale Geschichte. Hab damit sehr viel, ja, wie sagt man? Ich verbinde damit mit diesem Spiel wirklich sehr, sehr viel. Ja? Hallo Barrett. Hallo Barrett. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen, weil ist alles viel zu persönlich. Will ja keiner wissen. Halt! Wer ist da? Dein Auftritt. Okay, gucken wir uns mal an, wie man hier kämpft. Mit Viereck führst du einen Angriff aus. Halte Viereck gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen, der Gegner im Umkreis Schaden zufügt. Alles klar. Okay. Angriff, Offensivhaltung. Kommandos. Da muss man erstmal klarkommen mit. Eindringlinge, keine Bewegung! Mal weiter. Ich glaube, dann Stufe 7 erreicht. Okay. Okay. Ja. Wieso ist die eine Leiche verschwunden, aber die andere nicht? Lebst du etwa noch? Ja, man kann auch jederzeit zuschlagen. Okay. Was sind die Kommandos? Gegenstände. Aether und Heilung. Na gut. Man muss dazu auch sagen, ich war sehr, sehr jung, als ich das gespielt habe. Das heißt, viel weiß ich nicht mehr. Die großen Ereignisse kenne ich natürlich. Und, für alle, die das Spiel auch schon mal gespielt haben, ja, ich hab gehandelt. Wie so ein kleines Baby. So. Alles klar. Was zur Hölle? Halt, stehen bleiben! Ich habe das Gefühl, dass die Musik mal wieder zu laut ist. Alles klar, könnt ihr machen. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit Viereck attackierst. Maximal können 2 ATB-Einheiten aufgeladen werden. Was war das denn nochmal? Was war da unten rechts? Alles für die Spezialattacken, alles klar. Wenn deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fähigkeiten, Magie und Gegenstände einsetzen. Dabei werden abhängig von Kommando 1 bis 2 ATB-Einheiten verbraucht. Das Kommandomenü wird mit X aufgerufen. Und das wird dann pausiert. Nehme ich an, oder? Okay. Alles klar. Spiel wird... es wird verlangsamt. Alles klar. Fähigkeiten. Impulshieb. Ein rascher Schwertstoß mit blitzschnellen Annähern an den Gegner. Schockpotenzial groß. Ein mächtiger Hieb von oben, der schwerer Schaden, der schweren Schaden verursacht. Alles klar. Ach, die leben beide noch. Schockanfällig. Ja gut, aber der ist gut wie tot. Und der ist noch ziemlich lebendig. Er war ziemlich lebendig. Oh, das gefällt mir. Das Kampfsystem gefällt mir. Ist natürlich jetzt nicht das klassische, klar, aber im Endeffekt haben die es gut hinbekommen. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit das Hauptmenü oder die Karte öffnen und dir zahlreiche Informationen ansehen. Drücke Option, um das Hauptmenü zu öffnen, deine nächste Missionsaufgabe und die Karte werden angezeigt, wenn du mit der mittleren scheiß komischen Taste bestätigst. Alles klar, wenn du dich Stellen mit dem Symbol nach oben näherst, führt dein Charakter automatische Aktionen wie Sprünge oder Kriechen aus. Alles klar. So kann man sich Interaktion auch sparen. Ja, cool. Wir gehen erstmal in die Option rein. Im Hauptmenü kannst du das Inventar und den Status deiner Charaktere überprüfen, sowie Spielstände speichern oder laden. Aber das gefällt mir. Und Cloud... ja... Es geht eigentlich, es geht. Ich finde, die Animation vom Film damals, den fand ich wesentlich besser, weil er da männlicher aussieht. Hier sieht er, hat er so wirklich extrem viele weibliche Züge. Weniger kantig.
Im Film war er kantiger, das hat mir mehr gefallen. So, Anleitung, was haben wir hier unterwegs? Aha, aha, okay, Karte. Alles klar, die Karte kommt mir bekannt vor. Zeige mit dem Touchpad die Karte an und drücke L2, um das Story-Menü aufzurufen, wo du deinen Spielfortschritt und bisherige Story-Ereignisse überprüfen kannst. Alles klar, das wollte ich wissen. Grundlagen, Spielablauf, TP, Trefferpunkte, Parameter, Schwierigkeitsgrad. Speichern im Kampf. Fähigkeiten, Gegenstände, flüchten. Falls dir ein Kampf aussichtslos erscheint, steht dir die Option frei zu flüchten. Entferne dich vom Kampfgeschehen, bis der Gegner aufhört, dich zu verfolgen. Alles klar, das ist gut. Kurzbefehle. Kommando Kurzbefehl. L1. Alles klar, das ist auch cool. Andere Spielfunktion. Gegnerdatenbank. Gegner, die du schon einmal bekämpft hast, kannst du im Hauptmenü unter Gegnerdatenbank ansehen. Hast du während des Kampfes eine Analyse auf den entsprechenden Gegner angewandt, werden dir noch genauere Informationen angezeigt. Über diese Informationen kannst du auch die eine oder andere Schwäche eines Gegners herausfinden. Ziehe sie also zur Rate, falls du bei einem Gegner Schwierigkeiten haben solltest. Während des Kampfes lässt sich die Gegnerdatenbank mit dem Touchpad aufrufen. Mogri-Medaillon. Manchmal findest du in Kisten geheimnisvolle Mogri-Medaillen. Irgendwo in Midgar soll es eine Person geben, die diese Medaillen sammelt. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, sie zu sammeln, bis du dieser Person begegnest. Alles klar. Wir gehen noch kurz mal ins System. So, ich denke, das wird passen. Sehr schön. Leute. Also für alle, die gerne ein schnelles Let's Play sehen möchten, bitte entfernen Sie sich von diesem Kanal. Nein, also ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen chilliger durchgehen, weil ich möchte dieses Spiel wirklich bis ins Letzte genießen und gucken, was man hier alles so machen kann. Vielleicht kann man hier irgendwie kaputt Sachen kaputt machen. Auf jeden Fall Midgar noch ein bisschen erforschen. Ein bisschen zur Hintergrundstory. Wir befinden uns hier in Midgar, das ist quasi eine riesengroße Stadt. Ich weiß gar nicht, ob das die Hauptstadt ist oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Hier ist der Hauptsitz von Shinra und Shinra saugt der Erde quasi Energie ab, um Strom zu erzeugen. Und das, ja, ist nicht so wirklich gut, weil die ganzen Pflanzen absterben und pipapo. Zudem haben sie noch andere Sachen gemacht, aber das werde ich alles nicht spoilern. Und wir gehen einfach mal weiter. Die Waffe runter! Läuft doch! Was für ein Kerl! Und das haben die nicht mitbekommen. Alles klar. Weißt du, sie sind nur zu zweit. Du kannst gegnerische Angriffe mit R1 blocken oder ihnen mit Kreis ausweichen. Erfolgreiches Blocken mindert nicht nur den erlittenen Schaden, sondern lädt auch die ATB-Leiste auf. Ach, Taro muss mich erstmal gewöhnen. Sofort hier. Ergeben. Warte, ich will den Rücken frei halten. Hä? Jetzt? Warte. Ach so, R1, nicht L. Alles klar, schieß mal ein bisschen. Aber ich krieg trotzdem Schaden, ne? Ja, Jungs. Okay. Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ja, das war die andere Taste, die hier, ne? Ah, okay. Das war's dann. Genug. Nice. Keine große Sache. Alles klar, okay. Weiß ich Bescheid. So, was ich noch gerne machen möchte, ist die Karte angucken. Auf der Karte kannst du deine aktuelle Missionsaufgabe überprüfen und deine Umgebung studieren. Okay, studieren wir mal die Umgebung. Wir haben hier Punkte, was auch immer diese Punkte sind. Wir haben hier ein Pfeilsymbol, was höchstwahrscheinlich der Durchgang war. Oder? Ich habe keine Ahnung. Was ist die Treppe? Was sind diese Punkte? Kann ich hier Geld abzapfen? Wieso ist dieser hier aus? Aber ich finde es gut, wie detailliert das gemacht worden ist. Guckt mal auf die Bildschirme, Leute. Guckt mal auf die Bildschirme. Da sieht man richtig die Fingerabdrücke. Kennt ihr das bei diesen Bankautomaten? Ihr geht da rein und da haben sich diese Fingerabdrücke durch die Sonne richtig reingebrannt. Und das ist das. Außer, dass es hier natürlich keine Sonne gibt. Aber Wärme. Wärme reicht auch schon aus. Damit sich Fett quasi in Plastik einbrennt.
Ich weiß nicht, was diese Pfeile zu bedeuten hatten. Die Punkte, meine ich, die Punkte. Wir werden das vielleicht eines Tages noch rausfinden. Es sind meine Bewegungen. Alles klar. Zugang. Okay. Reaktorbahnhof. Rauer Empfang. Wir werden auch ziemlich früh schon auf einen Boss treffen. Ich bin gespannt, wie der wird. Ich hatte damals als Kind zumindest viele Probleme. So. Ich möchte gerne... Das ist ja... Ich verstehe nicht, warum die Entwickler die Hintergrundmusik immer so laut machen müssen. Ich weiß es nicht. So. Gegnerdatenbank. Gardist. Wachmann der Shinra-Sicherheitsbehörde patrouilliert sowohl auf öffentlichen Straßen als auch in den Einrichtungen des Konzerns. Oftmals handelt es sich bei Gardisten um neue Rekruten mit weniger Training. Also ist klar, und die töten wir einfach so. Leute, stellt euch darauf ein, dass wir auf jeden Fall uns die ganzen Gegner auch mal angucken werden, mal durchlesen werden, was hier so Schönes ist. Und vielleicht können wir ein paar Sachen von denen sogar lernen, wie Resistenzen oder so. Ich meine, wir werden die wahrscheinlich nicht auf ewig treffen. Na, Habitat. Ich fühle mich gerade wie bei Pokémon. Komm, lass uns die Viecher fangen. Okay, komm, gehen wir weiter. Ich habe so geplant, dass jede Folge so nur eine halbe Stunde geht. Die erste wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde wegen Erklärungen, pipapo. Durch Drücken von Dreieck kannst du zum Beispiel Kisten öffnen oder mit Personen sprechen. Wenn der Hinweis halten erscheint, musst du die Taste länger gedrückt halten, um die Aktion auszuführen. Ach! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke für die Info, ich bin ja blöd. Man kann auch einfach immer halten. Ah, zwei Heiltränke. Bin gespannt, wie viel wir von denen bis zum ersten Boss verbrauchen. Man muss sich auch erstmal gewöhnen, ne? Zwei Handgranaten. Handgranaten? Alles klar. Jetzt schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Was haben wir denn da? The Adventure of Stomp Book 3. Novelist, das kommt mir bekannt vor. Shinra. Shinra, ich werde dich kommen töten. Wo geht's hier noch lang? Wenn du auf Frachtkisten von Shinra stößt, solltest du versuchen, sie mit Viereck zu zerstören. Manche Kisten enthalten Heiltränke oder Makonite, mit denen du deine MP regenerieren kannst. Halt! Kisten. Ich habe Kisten gesehen. Wir müssen zurück. Kann man hier laufen? Man kann hier laufen. Ich habe hier doch irgendwo Kisten gesehen. Achso, ich habe das hier gesehen. Na gut, dann nicht. Hallo Jungs. Mach hier erstmal ein paar Sachen kaputt, ich bin gleich bei euch. Achso, man kriegt's automatisch. Alles klar. So, die Frage ist, wenn wir jetzt mehrere Komparsen in einem Team haben, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Barrett und... Ich sag mal erstmal nur Barrett, weil ich will die anderen Namen noch nicht spoilern. Wobei, das ist jetzt auch nicht wild, wenn man einen Namen spoilert, weil man nicht weiß, wer das ist. Aber trotzdem, wenn ich jetzt mit Barrett rumläufe, schießt er dann automatisch? Heilt er mich automatisch? Heilt er mich überhaupt? Macht er irgendwas? Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns wäre? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Tja, der gute alte Cloud. Aber dafür ziemlich hübsch. Ja, nicht das wieder. Ja, Cloud. So einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, behalt's für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Als ich ganz klein war, Leute, da war Cloud mein großes Vorbild. Ich konnte halt wirklich, ich konnte mit ihm mitfühlen. Dieses, ich hab keinen Bock mehr aufs Leben, mir ist alles scheißegal. Ich hatte ganz genau die gleiche Stimmung. Nur das Einzige, was er mir voraus hatte, war, dass er, ja, der hat einfach weitergemacht. Währenddessen ich einfach aufgegeben habe.
und gedacht habe, komm, scheiß drauf, ich vegetiere jetzt vor mich hin an meinem PC. Da hat der jetzt einfach durchgezogen. Und deswegen hat mir quasi das Spiel auch wirklich geholfen in meiner Kindheit, weil er war mein Vorbild und ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe einfach weitergemacht. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagill aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Auf feindlichem Boden. Hauptstory. Mal gucken, ob es da irgendwie sowas wie Nebenstorys gibt. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Kann ich jetzt schon sagen. Oh! Gegner anvisieren. Mit R3 kannst du die Möglichkeit, einen einzelnen Gegner als festes Ziel zu bestimmen. Los, Fresschen! Ja, hast du gedacht, wa? Das ist nett. Also, wie viel Leben hast du denn? Junge. Das mit der Kamera ist echt scheiße gelöst, muss ich sagen. Also. Die verschwindet halt auch einfach, ne? Alter, ich will kein Mut mehr an dir verschwenden. Komm her. Ich will nicht mehr so viel Leben. Oh. Wo sind meine Leute eigentlich hin? Die sind einfach weg. Na komm, schieß nochmal. Du bist gefallen. Alles klar. Kriegst nochmal einen schönen Puls ins Gesicht. Na dann. Soll ich mal einen Heiltrank nehmen? Ich glaube schon. Ich habe ja mehr als genug. Ihr könntet mir auch ruhig helfen. Hey Cloud, nimm den Aufzug nach oben. Wir warten hier auf dich. Dann hätte ich mir auch helfen können. Wenn ihr es eilig gehabt hättet, wärt ihr doch weitergelaufen. Was verarscht mich. Na gut. Scheiße, ich habe mich in dem Raum nicht umgeguckt. Null! Ich will zurück. Wahrscheinlich geht das nicht mehr. Doch, es geht noch. Da könnte auch irgendwo eine Kiste versteckt sein. Schau, dass es hier keinen Schwierigkeitsgrad schwer gibt. Hätte ich gern gemacht. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich aufs Maul bekommen, mehr als einmal, aber das wäre es mir wert gewesen, um noch ein bisschen mehr Zeit mit diesem Spiel zu verbringen. Ich wusste es doch. Entwickler sind Arschlöcher. Daran müsst ihr jedes Mal denken, wenn ihr ein Spiel spielt. Oh. Was? Achso, man kann auch gedrückt halten. Oh, meine ATP-Anzeige ist ja auch wieder leer, ne? Okay, ich bin hier gerade in der Ecke, das ist nicht gut. Ja, geblockt. Wie viel hält der eigentlich aus, sag mal? Nimm das! Boah! Das ist gut. Abzusehen. Okay, Fähigkeiten sind wichtig, haben wir gelernt. Ich könnte rein theoretisch jetzt hier stehen und farmen. Ohne Ende. Oder, der kam nur, weil ich die Küste geöffnet habe. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht wurde er getriggert. Man weiß es nicht. Wir werden es noch herausfinden. Eines wunderschönen Tages. Ja, ich sehe gerade, ich habe schon einen Stein in meinem Schwert drin. Crazy shit.
Was? Achso, sie haben es aufgeschnitten. Ja, ich bin gleich bei euch. Ich muss nur ein paar Dinge kaputt machen. Hier lang. Noch irgendwas Verstecktes hier? Oh, wieso bin ich jetzt langsam? Achso, weil das Spiel wollte, dass ich da eigentlich runtergehe. Was das Spiel will, ist mir egal. Oh, Besuch. Für dich. Oh, mit Hund. Alles klar. Erstmal schön. Genau. So. Dann geben wir dem Hund auf jeden Fall einen Hut an. Ich habe ihn nicht getroffen. BTF. Aha, wenn er geschockt ist, kriegt er übrigens mehr Schaden. Dann müssen wir zuerst ihn in den Schockmodus bringen. Und dann einen Wutangriff. Okay. Man lernt, man lernt. Aber man verliert hier wirklich sehr schnell Leben. Eventuell brauchen wir wirklich viele, viele Heiltränke. Wir haben aber bestimmt ganz viele, ne? Ja, wir haben wieder 12. Da ich versuche, wo es geht, zu sparen. Weil ich weiß ganz genau, es kommt noch ein Boss. Und es ist ganz gut, dass wir jetzt die Mechaniken gelernt haben. Wir haben nämlich verschiedene Angriffe. Nein, Magie. Ach, kann ich gar nicht zeigen. Würde ich gerne zeigen, geht aber nicht. Schade. Alles klar, jetzt aber. So, achso, das Spiel pausiert gar nicht, wenn ich darauf drücke. Okay, ich meine, meine Anzeige ist leer. Lol. Oh, ist der schon weg? Weiter. Jetzt konnte ich es auch nicht zeigen. Jetzt sind die aber zu schnell verreckt. Scheiße, ich bin zu gut. Ich wollte eigentlich was zeigen. Naja, gut, das sind Minions. Der Hund. Der Hund ist gut, ja. Ansatzweise. Na, wo, jetzt, wo ich die Mechanik gelernt habe, ihn zu schocken. Naja. Ihr seid immer ein bisschen dumm, wenn dann mehrere Gegner da sind und ich ganz alleine bin. Naja. Einmal öffnen, bitte. Wir sehen uns später. Oh, oh. Hier lang. Bewegt euch, los, los. Irgendwas sagt mir, dass diese Brücke nicht so cool ist. Aber wahrscheinlich jetzt ist sie noch cool. Jetzt ist sie noch cool, ja. Ich sichere unseren Fluchtweg ab. Du solltest der Gruppe schnell hinterher. Ich hoffe, du kommst klar mit deiner Latzhose. Hat da was geleuchtet? Nein, war nur eine Lampe. Hier geht's bald ab. Das Kraftwerk 01. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kusst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Ja, was das mit dem kleinen Schock gerade auf sich hatte, das erfahren wir erst sehr, sehr, sehr weit weg im Spiel. Aber gut, dass ich schon weiß. Keine krummen Touren. Aber für diejenigen, die das nicht kennen, das wird dem einen oder anderen die Socken auf jeden Fall ziemlich abschlagen. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Nice. Was zum... Die Tür! Hey. Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Tor!
Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfähigkeit aus. Cloud wechselt mit Dreieck aus seiner flinken Allround-Haltung in die Offensivhaltung. Diese ermöglicht stärkere Angriffe auf Kosten der Defensive. Probier es am besten gleich mal aus. In seiner Offensivhaltung bewegt Cloud sich langsamer, kann dafür aber stärkere Angriffe ausführen. Außerdem ist es möglich, geblockte Nahkampfangriffe zu kontern. Allerdings kann Cloud in der Offensivhaltung keine Distanzangriffe oder Magie blocken. Durch Ausweichen wechselt Cloud automatisch zurück zur Allround-Haltung. Muss wir irgendwie mal gleich gucken, wie es mit dem Ausweichen ist. Aber erstmal. Ja, ich fand jetzt die andere Haltung. Weiß nicht, irgendwo schon ein bisschen besser. Vor allem kann ich sogar nichts blocken und er ist verdammt langsam. Und weiter geht's. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Na, Kisten, euch habe ich gesucht. Hey, Jesse wartet schon. Ich wurde verarscht. Hey, Kisten. Okay, ich muss mich ganz kurz, guck mal, ich muss die Karte gar nicht angeblendet halten, ne? Es würde reichen, wenn ich das hier anmache. Aber derzeit brauchen wir sowas nicht. Ich würde gerne, bevor es gleich mal richtig abgeht, ganz kurz. Oh, einer geht noch. Oder? 350, ja, einer geht. Alles klar, Barrett. Bist du bereit? Wir sind später übrigens beste Bros und ich weiß dann auch schon, wie dein Stummel aussieht. Übrigens hast du eine neue Frisur. Gefällt mir nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, sorry, aber das ist halt so. Also, keine Ahnung, ich fand deine Frisur früher, beziehungsweise in der Zukunft, cooler. Und der schwitzt, weißt du? Er hat richtig gut gemacht. Ist richtig am Schwitzen, der glänzt. Das mit der Frisur gefällt mir halt nicht. Ich weiß nicht, der sieht aus wie so ein Gigolo. Rest passt aber. Ja, gut. So. Bist du soweit? Wieso macht das nicht der Kumpel? Die Codes hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Ich passe hier auf. Alles klar. Doch bevor wir weitergehen, Freunde, ich würde sagen, bevor es jetzt richtig spannend wird, sollten wir vielleicht auch hier jetzt schon die Folge beenden und uns bei 35 Minuten lassen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Die Folgen kommen Montag bis Freitag, das heißt 5 Tage in der Woche. Am Wochenende kommt nichts, das brauche ich zum Erholen, weil ich arbeite momentan 6 Tage die Woche. Das ist nicht gerade wenig. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.